Hallo, Abonnenten, Zuschauer, Freunde der Eisenbahn. Was gibt's Neues? Neues gibt's diesmal von der Gartenbahn. Und zwar haben wir einen neuen Wagen. Ist natürlich heute wieder keine Werbesendung, alles selber gekauft und bezahlt. Und zwar der Pico 37850 Schotterwagen. Ein echt schickes Teil, was sich sehr gut auf der Gartenbahn macht. Man kann damit auch schön Schotter transportieren und dann ausladen. Was natürlich bei meinem groben Schotter dann nicht so toll geklappt hat, wie man im Video sehen wird. So, was gibt es noch zu sehen im Video? Wir gehen dann auch auf Cousins Anlage hinunter, die ja zurzeit im Bau ist. Dort wird der R5-Gleiswendel gerade, naja, sagen wir, zu 70% fertiggestellt. Aber man kann ihn schon befahren. Und den werden wir dort auch gleich befahren mit der Pico Baureihe 106 und dem neuen Schotterwagen. Den Schotterwagen holen wir natürlich erstmal auf meiner Anlage ab, im Schotterwerk. Fahren dort eine kleine Runde und dann geht es runter auf Cousins Anlage, wo wir den neuen R5-Gleiswendel befahren. Eigentlich ist er ja sogar größer als der R5 von LGB, weil das ist ja Tilgleis und der LGB R5 ist, glaube ich, unter 5 Meter und der Tilgleiskreis ist ja mehr als 5 Meter oder genau 5 Meter. Sieht man dann schön im Video. Dort wird auch gezeigt, wie der Bau weitergeht, weil nachdem die Lok hier oben steht, dort wo sie anhält im Wendel, geht es ja später dann mal, kommen ja dann Stahlplatten drauf und dann fährt die Lok dann da oben drüber und erreicht somit den hinteren Teil des Grundstücks, wo dann eine Brücke über den Teich führt und dann geht es natürlich hinten wieder runter und wir kommen unten irgendwann mal wieder an. Wird natürlich noch ein bisschen dauern. Aber es geht voran und man kann schon mal ein bisschen fahren und sehen, wie es so weitergeht. Ja, was gibt es eigentlich auf der H0-Anlage Neues? Da haben wir eine M62 der SZD. Was SZD für eine Bahn ist, auf jeden Fall was Sowjetisches. Müsste man googeln, ich kann es nicht aussprechen. Ist mir zu lang, auch wenn ich 5 Jahre Russisch hatte. Es ist trotzdem etwas kritisch, sagen wir mal, das auszusprechen, was es heißt. Und auf der TT-Anlage gibt es natürlich auch was Neues, und zwar eine V200 Tiger-Trommel, auch mit Sound, von der Wismut. Ein echt schickes Teil. Bilder werden, glaube ich, eingeblendet davon. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, der neue Wagen inklusive Baureihe 106 von Pico fährt das auf meiner Anlage eine Runde, holt diesen Wagen im Schotterwerk ab. Dann geht es auf Cousins Anlage, dort gibt es den Baufortschritt zu sehen und wir fahren den R5-Wendel, der ein bisschen größer ist als R5, zweigleisig, einmal hoch, einmal runter. Gut, und eine Übersicht über die Anlage, wie sie jetzt aussieht, gibt es auch zu sehen. So, das war es jetzt wirklich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß beim neuen Video.